The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine tiefe und lebendige Erfahrung. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben? Ich sah, dass wir das Kommen des Herrn nicht hinausschieben sollten. Der Engel sagte: Macht euch bereit. Macht euch bereit für das, was über die Erde kommen wird. Sorgt dafür, dass eure Werke mit eurem Glauben übereinstimmen. Ich sah, dass das Gemüt auf Gott ausgerichtet sein muss und dass unser Einfluss für Gott und seine Wahrheit sprechen sollte. Wir können den Herrn nicht ehren, wenn wir sorglos und gleichgültig sind. Wir müssen mit Ernst daran gehen, das Heil unserer eigenen Seele zu sichern und andere zu retten. Dem sollte größte Bedeutung beigemessen werden. Alles andere sollte erst an zweiter Stelle kommen. Ich sah die Schönheit des Himmels. Ich hörte die Engel mitreißende Lieder singen, in denen sie Jesus lobten, ehrten und verherrlichten. Er verließ all die Herrlichkeit, all die Ehre, die er im Himmel besaß, und war so sehr an unserer Erlösung interessiert, dass er geduldig und sanftmütig alle Demütigungen und Beleidigungen ertrug, mit denen die Menschen ihn überhäuften. Er wurde verwundet und zerschlagen. Er wurde auf das Kreuz von Golgatha gelegt und erlitt den schlimmsten Tod, um uns vom Tod zu retten, damit wir in seinem Blut gewaschen und auferweckt würden, um mit ihm in den Wohnungen zu leben, die er für uns vorbereitet hat. Wir dürfen das Licht und die Herrlichkeit des Himmels genießen und dürfen die Engel singen hören und mit ihnen singen. Ich sah, dass der ganze Himmel an unserer Rettung Anteil nimmt. Sollten wir da gleichgültig sein? Sollten wir sorglos sein, als wäre es eine Nebensache, ob wir gerettet werden oder verloren gehen? Sollen wir das Opfer geringschätzen, das für uns gebracht wurde? Ein Buch wurde uns gegeben, das unsere Füße durch die Gefahren dieser dunklen Welt zum Himmel führen soll. Es sagt uns, wie wir dem Zorn Gottes entgehen können. Es berichtet uns auch, wie Christus für uns gelitten hat, welch großes Opfer gebracht wurde, damit wir gerettet werden können und uns für immer und ewig über Gottes Gegenwart freuen dürfen. Eine bloße Form der Frömmigkeit wird niemanden retten. Alle müssen eine tiefe und lebendige Erfahrung haben. Das allein wird sie in der Zeit der Prüfzeit retten. Dann wird ihr Werk untersucht werden. Woraus besteht es? Wenn es aus Gold, Silber und Edelstein besteht, dann werden sie beim Herrn geborgen werden. The Lord is coming. Are you ready?